Genau, und Sperrmüll habe ich dann auch gestern direkt beantragt. Ich meine, jetzt am Wochenende arbeitet auf dem Landratsamt niemand, aber mal gucken, ob ich vielleicht dann Montag, Dienstag eine Info bekomme, wann die das dann holen. Ich habe auch angegeben, bitte so schnell wie möglich, weil jetzt gerade habe ich Urlaub. Ja. Und tatsächlich steht die Matratze hinter mir mit einem Weg. Die steht komplett vor meiner Wohnungstür, komplett vor meinem Kleiderschrank. Wenn es jetzt brennt in meiner Wohnung, sterbe ich wegen der Matratze, die hier steht. Was kann die Oma? Die Oma hat einen Revolver und sorgt dafür, dass wir schneller aus dem Gefängnis kommen. Das kann die Oma. Warum ist das hier eigentlich noch gesperrt bei ihm? Nee, nee. Matratzentod, ja. Ist tragisch, aber so wird's laufen. Ach nee, warte, die Masken können wir ja nur im Versteck wechseln. Schade. Hey, ich bin Doktor, ich darf hier sein. Der Doktor von DBD? Easy, du wirfst die Matratze aus dem Fenster und springst dann drauf. Das Problem ist, Nico, dass ich die Matratze, die 1,40 Meter mal 2 Meter ist, nicht so einfach durchs Fenster bekomme. Ich bin hier im sanierten Altbau. Hier sind die Fenster ein bisschen kleiner. Glaube ich nicht wichtig. Der Text. Okay, wir haben hier gar nichts gewonnen. Obwohl doch, hier können wir jetzt lang. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt. Lass mich doch, sonst wenn jetzt meine Waffe ausrüsten. Diese Drohne. Bürgertech hat die weltweite Karten-Innovation angekündigt. Wir haben nur das
Ich krieg das halt nicht hin, leise hier in dem Spiel. Das kann ich dir auch nicht sagen, Dystopia. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass die Matratze bei mir zum Beispiel gerollt geliefert wird. Damit ich die auch relativ entspannt reinbekomme. Und diese Zukunft ist ein Strahlen. Bin ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich denn hin? Nach oben. Aber wo geht's denn hier hoch? Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bellevue ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Gesellschaft, geprägt von Liebe und Wohlstand. Erfahren Sie über unsere Mailingliste alles über den Start von Daybreak. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Verstands. Ein simpler, mit Klima eingriff und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Daybreak ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist ein strahlender Zukunft. Wie komme ich da hoch, Chat? Da drüben ist eine Treppe. Hat die weltweite KI-Innovation angeführt. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben Optics mit Bellevue ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Ach, okay. Weg gefunden. Bist du Naut? Hey, du hast es geschafft. Hab wohl einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Was? Ach, er. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich hab das klargestellt. Verstanden. Also, wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Ich bin einem großen Job auf der Spur. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist es? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Und woher weißt du so genau, dass es diese Zielpersonen auch verdient haben? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann. Keine Falle. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset House raus bist. Keine schlechte Idee. Oh, hier ist zu. Und diese Zukunft ist ein Strahlen. Hier war sogar eine Leiter. Die habe ich nicht gesehen. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angekündigt. Wir haben nur das Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics. Vorschläge? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie aus anderem Holz geschnitzt ist als Zero Day. Und mein Bauch irrt sich nie. Oh, die Dame will sich also die Hände schmutzig machen. Besser, wir sind auf ihrer Seite. Wenn ihr beschließt, Minijob-Hacktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe. Okay. Haben wir hier eine Schnellreise? Nö. Einfach mit Vorschlaghammer die Öffnung vergrößern.
Ja, Dystopia, zum Beispiel. Du kannst einfach mit dem Vorschlaghammer machst du den Gang einfach breiter. Die Tür. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Nee, jetzt nicht. Ich weiß, die ist jetzt bloß für eine Stunde rekrutierbar, aber ich will jetzt mal endlich mit der Main Story hier vorwärts kommen, Spiel. Kann ja nicht angehen, dass mich das immer wieder unterbricht. Aber das Bett, was jetzt drin ist, muss ja auch irgendwie reingekommen sein. Achso, du bist ein höheres. Naja. Ist dann ungünstig. Was ist denn da hinten gerade runtergefallen? Habt ihr das gesehen? Ach, eine Ampel. Die haben eine Ampel umgefahren. Okay, mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Lösche den Quantencomputer. Ich bin da. Sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftungen, Deportationen, Bombenanschläge. Mit einem Computer wollen Sie herausfinden, mit wie viel Scheiße Sie davonkommen können. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer. Das ist der Auftrag. Ja, das Problem ist... Moment, was ist hier passiert? Okay. Verstärkung zu meiner Position. Wait. Okay, die Drohnen sind blöd. Das mit den Drohnen ist ungünstig. Standort gesendet. Brauchen einen 10-13. Ich hätte einfach dort dann... Aber wie soll ich dort reinkommen? Die merkt es ja sofort, dass ich das Ding deaktiviere. Albion hat jemanden von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Immer darf ich hinter diesen Hitzköpfen aufräumen. Du verspürst plötzlich den Wunsch, dich gegen deine Freunde zu wenden. Nähere mich! Ich gehe rein! Positioniere mich neu! Bewege mich zum Ziel! Jemand sein. Auf die Suche.
könnte überall sein. Geh in Deckung. Ich gehe raus. Greife das Bein an. Die Zielperson war eben noch da. Du verspürst plötzlich den Wunsch, dich gegen deine Freunde zu wenden. Ich suche mir Deckung. Mist, komme ich jetzt hier? Hey, stopp! Ich hol sie mir. Lang. Wie löse ich den Alarm aus? Ich kann nicht springen. Verdammt! Niemand mehr hier! Hat er sich jetzt selbst umgebracht? Du verspürst plötzlich den Wunsch, dich gegen deine Freunde zu wenden. Ich wiederhole. Alarm. Standort gesendet. Brauchen ein 10-13. Greife die Zielperson an. Das Ding dreht sich um, oder was? Und das andere nicht? Oh, really? Wie komme ich? Wie soll man das denn machen, wenn hier noch Leute sind? Okay, warte, wir haben jetzt hier, aber irgendwo ist doch jetzt Strom lang. Wir haben doch Strom aktiviert hier. Ach so. Ja.
Oh mein Gott. Könnte das wahrscheinlich auch mit der Omi machen? Wir brauchen hier von links noch Strom. So, jetzt können wir das hier entsperren. Okay, jetzt ist unten. So. Gar nicht laut oder so. Ja, dann musst du dir Gedanken machen, Dystopia. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Allerdings. Warte, wo sind hier Technikpunkte? Da oben. Okay, ich denke nicht, dass wir von hier rankommen. Wo müssen wir denn lang? Sehr gut. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Geh zur GBB. Du solltest sie problemlos finden. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was ich euch heute noch erzählen könnte. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Stillhalten beim Scannen. Dass die jeden Tag was zu erzählen haben. Mitkommen. So viel ist ja nicht passiert, ne? Die GBB. Früher galt sie als beste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt. Jetzt gilt sie als, und ich zitiere, ziemlich scheiße. Da war ja wohl nicht rein. Großen Auftrag. Da läuft gerade eine große Veranstaltung mit viel Security. Zum Glück habe ich einen Zugangspunkt auf dem Dach gefunden. Da kannst du ins Gebäude gucken. Zugangspunkt vom Dach? Brauche ich doch wieder eine Drohne.
Das verstehe ich auch nicht. Ich telefoniere meist einmal die Woche mit meiner Mutter und habe manchmal auch nach einer Woche nichts erzählt. Hast du Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen? Es ist immer so. ADGBB. Früher galt sie als beste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt. Jetzt gilt sie als, und ich zitiere, ziemlich scheiße. Da findest du Nauts großen Auftrag. Komm hier mit der Drohne gar nicht hoch. Große Veranstaltung mit viel Security. Zum Glück habe ich einen Zugangspunkt auf dem Dach gefunden. Da kannst du ins Gebäude gucken. Gucke mal da. Wir hätten jetzt gar nicht wechseln brauchen. Naja, egal. Ja, das ist... Wir haben gestern ja erst lange geredet und gequatscht und so. Ja, ist halt schwierig. Jetzt. Ich habe von meiner neuen Matratze erzählt. Ich habe erzählt, dass ich an der Technik was rumgespielt habe. Ich euch dann noch was zeigen kann. Und ja. Ich meine, das ist eigentlich schon recht cool. Das war recht viel für einen Sonntag. Also, da gab es schon Sonntage, da habe ich weniger erledigt. Man sollte keine Katzenvideos auf Arbeit gucken. Es wird bestraft. Aber dann machen wir halt, weißt du, beim Stream, bei dem Streamen von einem Spiel geht es ja auch ums Spiel, ne? Wir gucken uns einfach das Spiel an. So. Und wenn es was Lustiges zu erzählen gibt, mir was einfällt, dann erzähle ich das. Alles, was sie ausmacht, spielt sich im Gehirn ab. Ihre Liebe, ihre Furcht, ihre Träume, sogar die Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding hier ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Motoneuronkrankheit starb und dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Aber was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Hallo. Mein Name ist Sky Larson, die CEO von BrokerTech, und das ist Daybreak. Da Sie sich alle für unsere Warteliste angemeldet haben, möchten Sie sicher sehen, wie Daybreak funktioniert. Doch zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung. Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen. Daybreak ist ein Darstellungssystem zum Scannen Ihres...